Einerseits ist die Rolle der deutschen Bundesregierung natürlich gerade die, allgemeine Kapitalinteressen im Euroraum durchzusetzen. Das heißt, die Sparprogramme, die Griechenland, Italien, Portugal und anderen Ländern aufgedrückt werden, da geht es natürlich darum, eigentlich Forderungen, die die Kapitalseite schon seit 10, 20 Jahren hat, jetzt im Kontext der Krise nochmal durchzudrücken. Das heißt, die deutsche Regierung wird zum Sachverwalter neoliberaler Interessen in der Europäischen Union. Ich glaube, wir haben eine gewisse Bringschuld gerade. Es muss gezeigt werden, dass es auch hier in der BRD Widerstand gegen die autoritäre und neoliberale Krisenpolitik der Regierung gibt. Ich glaube, die Aktionen, die jetzt hier im Frühjahr organisiert werden, sind dafür wichtig, endlich mal in der europäischen Öffentlichkeit ein Zeichen zu setzen. Nein, es ist nicht so, als würden alle hier in Deutschland rumsitzen und Merkel abfeiern, sondern dass es auch Leute gibt, die sagen, nein, wir wissen, dass es autoritär ist, dass es antidemokratisch ist, dass eigentlich eine reaktionäre Krisenpolitik hier gefahren wird. Und wir wollen ein Zeichen setzen für eine andere Politik, die auf internationaler Solidarität beruht und nicht auf rassistischer Hetze, die auf Demokratisierung beruht und nicht auf der Schaffung immer weniger demokratischer, immer weniger legitimer Institutionen und die die Krisenpolitik, die jetzt von unten nach oben umverteilt, einfach in ihr Gegenteil verkehrt. Die Europäische Zentralbank ist sicherlich ein guter Fokus, denn in ihr vereinen sich die ökonomisch und politisch rückschrittlichen Aspekte der Krisenpolitik. Einerseits ist die Europäische Zentralbank natürlich Teil der Gruppe de Francfort und der Troika, die de facto den Süden Europas entdemokratisiert. Das ist die politische Ebene. Und sie ist Teil der Sparprogramme, die von unten nach oben umverteilt von der Peripherie ins Zentrum. Es ist aber auch wichtig zu sagen, es geht uns hier nicht nur um die EZB, sondern es geht uns darum, die gesamte Krisenpolitik abzulehnen, weshalb es auch Aktionen nicht nur gegen die EZB geben wird, sondern im gesamten Finanzzentrum Frankfurt. Weil es, wie gesagt, darum geht, ein Zeichen für die internationale Solidarität zu setzen. Es geht uns nicht nur darum, hier für die Interessen von Leuten, die in Deutschland von der Krisenpolitik negativ betroffen sind, zu verfechten, sondern es geht uns darum, auch ein europäisches Interesse von unten zu zeigen. Es gibt ein allgemeines europäisches Interesse von unten. Es artikuliert wird eine Kritik an der Europäischen Zentralbank, eine Kritik an der Krisenpolitik und die ist europaweit. Wir wollen die schon hier in Frankfurt kristallisieren, weil Frankfurt, es ist ja kein Zufall, dass die Gruppe, die zurzeit die demokratischen Kontrollen der EU an sich zieht, die Gruppe de Francfort diesen Namen trägt, die Frankfurter Gruppe. Hier kristallisieren sich ökonomische und politische Machtfäden und deswegen müssen wir hier ein Zeichen setzen, aber das ist kein deutsches Zeichen, sondern das ist ein internationalistisches und solidarisches Zeichen. Es wird wichtig sein, dass Tausende von uns nach Frankfurt kommen und zeigen, dass wir hier eine ganz andere Politik in der Krise wollen, dass wir eine Politik wollen, die über die Krise und über den Kapitalismus hinausweist. Und in dem Sinne sollten wir alle im Frühjahr nach Frankfurt kommen.